Ja, hu, hier wieder beim Koali und bei Dragon Age Inquisition und ich habe euch erspart die Reise zurück zur Himmelsfeste, weil wir müssen jetzt, wo ich so lange nicht gespielt habe, auch mal wieder im Kartentisch vorbeigucken. Für euch ist ja nicht viel Zeit vergangen, aber ja, ich habe schon eine Weile nicht gespielt. Wir können auch mal kurz bei Josephine Schön, vorbeigucken. euch zu sehen. Aber die hat wohl nichts Neues. Von daher direkt ab zum Kartentisch und gucken wir mal, was da Neues gibt. Da müssten einige Sachen neu sein für uns. Zumindest habe ich eben auch schon eine Anzeige gekriegt, dass was fertig ist. Ja, hier. Jagd, der Jate. Irgendwelche Ich bin heute Neuigkeiten? schon wieder Bisher nicht. total zum Reden und zum Lesen vor allen Dingen unfähig. Der jagdgrüne Dragolist. Die Kreatur wurde in die Enge getrieben und gesattelt. Sie ist zwar ausgesprochen bissig, wartet aber darauf, dass der Inquisitor sie in den Ställen besteigt. Klingt irgendwie schlimm, aber gut. Passt auf, eure Finger auf. Ja gut, werden wir machen. Das heißt, wir haben ein neues Reittier. Yay! Endlich ein vernünftiges Reittier. Mal gucken, wie es aussieht. Ressourcen der erhabenen Ebene. Unsere Ressourcenlieferung aus der erhabenen Ebene ist eingetroffen. Wir haben Flechtenrebe erhalten. Yippie-yay! Und wir haben die Archive von Montfort. Unsere Leute haben im Kloster einige interessante Dinge entdeckt, wenn auch nicht sonderlich viele. Naja, wer hat es schon erwartet? Was die Kirche angeht, so bezweifle ich, dass sie sich erneut mit derartigen Hilfegesuchen an uns wenden wird. Und wir haben einen meisterhaften, ausbalancierten Knauf. Damit können wir ja nur so gut wie gar nichts anfangen. Naja, gut. Was haben wir hier noch? Wir haben Ressourcenaufträge, das würde ich irgendwie gerne sein lassen. Feier zur erfolgreichen Drachenjagd, das können wir doch mal machen. Dauert auch nur 25 Minuten, beziehungsweise nur 9 Fangen wir an. Minuten. 9, 10 Minuten, zackig. So, hier haben wir schon wieder Ressourcen. Ressourcen, alles nur Ressourcenaufträge. Na gut, dann. Inquisitor. Bevor wir gar nichts machen, ne? Bevor wir nichts Dann wollen wir doch tun, mal sehen. sammeln wir ein paar Ressourcen. So. Ein bisschen knapp an Aufträgen, was wir momentan so haben hier. So, und wir wollen in den Ställen, haben wir gesagt, wir gucken uns den neuen Dragolisken an. Nee, das ist nicht die Stelle. Hier unten sind die Ställe, ne? Ja, dann gucken wir doch nochmal nach. Löwchen. So. Endlich ein Ort für die Stelle. Pferde. Verdammt, ich habe die Dragolisken. feraldischen Pferde vergessen. Was? Nein, hast du nicht. Jägerschatten. Das sollte helfen. Ja, obwohl der ist auch ein bisschen schmächtig für unseren, ne? Immerhin, okay, es ist so ein komisches Drachenvieh. Aber wir brauchen irgendwas, was massig ist hier für unseren dicken Wanst. Können wir denn hier irgendwas kaufen? Ein Hirsch wird wohl auch nicht groß irgendwie gut sein. Ja. Nee. Was gab es nochmal hier? Gab es eine Kampfmagier-Rüstung der Inquisition, die wesentlich weniger gut ist als das, was wir hier haben. Wir könnten mal was verkaufen. Hochwertige Verzaubererstabklinge. Guck mal, wir haben hier jede Menge Crap. Oh, wie hier. Zack, alles weg. Und weg damit. Haben wir jetzt unsere Rüstung verkauft? Nee, glaube ich nicht. Können wir auch alles verticken. Weg damit.
Hier das Zeug können wir auch alles verticken. So, Stab des Großverzauberers, den lassen wir nochmal, weil der war eigentlich ganz gut. Den Nichtsklopfer, den können wir eigentlich wegmachen. So. Jetzt gucken wir nochmal ins Inventar und gucken mal auf unsere Rüstung. Ne, natürlich haben wir es nicht verkauft. Lysette. Ich diene, hallo? Denn das war immer meine Berufung. Wo? Ihr bekommt einen Titel und mir treten sie in den Arsch. Großartig. Ich meine, danke für mein Leben. Stets zu Diensten. Jo. Muss, ne? So, was haben wir hier? Hier können wir. Hier können wir so komische Briefe kaufen. Nee, wir gehen mal zurück in den Kammwald. Und hatten hier noch einige Sachen zu erledigen. Zum Beispiel hier wartet der Abgrund, trifft dich im Kammwald mit Hawks Verbündeten. Das machen wir doch mal. Und wir nehmen Sarah mit. Und wie immer Solis und den Bullen. Und bestätigen das. Es gibt nichts zu berichten, Sir. Jo, es gibt nichts zu berichten hier in Kammwald. Das ist traurig und auch ein bisschen tragisch. Aber verständlich. You know what I mean. So. Wie kommen wir denn jetzt am schnellsten? Ich glaube, da oben kann das sein. Ich kann das dann, glaube ich, nicht sein, weil hier irgendwie schon wieder so ein komisches. Hey, du kommst hier nicht durch. Zeug ist, was ich ja an diesem Spiel so liebe, dass man auf der Minimap schon sieht, wie nah man eigentlich an seinem Ziel dran ist und dann. Mädchen, Mädchen, du musst doch 1 Milliarde Kilometer außen rumlaufen. Naja, guck mal, hier haben wir dafür ein paar Gegner, mit denen wir uns abreagieren können. Nimm mein Rückhandschwert. Yeah. Jetzt haben wir den auch als Feind getriggert, den. Gut, wir befassen uns mit dem mal, damit das der Schild von dem ein bisschen schneller weggeht, weil ihr seht, unsere Attacke ziehen wir den ganz schön das Schild weg. Und das war's auch für dieses Vieh. Vielleicht lässt es was Schönes fallen. Nee. Nee, nee. Nein, natürlich nicht. Aber da hinten sind schon wieder Gegner. Hier muss irgendwo ein Nest sein. Jetzt. Geht ja mal gar nicht. Hier. So, hier. So. Plündern, sage ich da. Baumwolle. Yeah. Und Obsidian. So, und hier plündern wir weiter. Und hier geht's rum. Und hoffen wir mal, dass wir dann hier auf dem richtigen Weg sind, um uns mit Hawks Freund zu treffen. Ah, da ist eine Höhle. Ist das die Höhle, in der Hawks Wächterfreund rumhockt? Sarah, du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Hallo, Hawk. Schön, dass ihr es geschafft habt. Ich selbst bin auch gerade erst angekommen. Da musst du aber mein ziemlich langsam gereist sein. Von den Wächtern müsste im hinteren Teil der Höhle sein. Ja. Lasst uns gehen. Ich nochmal mit dem Quatschen hier. Lasst uns gehen.
Ich hatte eben noch so komische Gesprächsoptionen, die ich jetzt nicht mehr habe. Mimi, ich möchte noch Gesprächsoptionen haben. Naja, egal. Wir plündern hier Tiefenpilze und Obsidian aus und schauen nochmal, was uns hier die Wächter irgendwie zu erzählen haben. Hier sind wir diese komischen, ja genau, das untersuchen wir mal. Banner der blinden Männer. Dieses Banner kennzeichnet die Höhle als Außenposten der blinden Männer, einer berüchtigten Schmugglerbande, die bekannt dafür ist, Sklaven nach Tevinter zu verkaufen. Was? Es ist natürlich möglich, dass der graue Wächter sie höflich gebeten hat, ihm die Höhle als Versteck zu überlassen, aber das Blut an den Wänden deutet auf einen anderen Verlauf hin. Aha. Wir sind's nur. Ich habe den Inquisitor mitgebracht. Mein Name ist Stroud. Zu euren Diensten, Inquisitor. Ich will Informationen. Ich muss wissen, warum die Wächter verschwunden sind. Könnte es irgendetwas mit Korypheus zu tun haben? Ich fürchte schon. Als mein Freund Hawk Korypheus erschlagen hat, war Weißhaupt froh, die Sache auf sich beruhen zu lassen. Aber ein Erzdämon kann Wunden überleben, die tödlich erscheinen. Und ich befürchtete, Korypheus könnte dieselbe Macht besitzen. Meine Nachforschungen brachten Hinweise ans Licht, aber nichts Konkretes. Und nicht viel später begann jeder Wächter in Orlais den Ruf zu hören. Beim Erbauer, warum habt ihr mir das nicht erzählt? Es war eine Angelegenheit der grauen Wächter. Ich war durch meinen Eid zur Verschwiegenheit verpflichtet. Ist dieser Ruf eine Art Ritual der grauen Wächter? Der Ruf sagt einem Wächter, dass ihn die Verderbtheit bald überwältigen wird. Es beginnt mit Träumen. Dann kommt das Flüstern im Kopf. Der Wächter verabschiedet sich und geht in die tiefen Wege, um im Kampf den Tod zu finden. Und jetzt hört ihn jeder graue Wächter in Orlais? Sie denken, sie müssten sterben? Ja, und vermutlich ist Korypheus der Grund dafür. Wenn die Wächter fallen, wer stellt sich dann der nächsten Verderbnis entgegen? Das ist unsere größte Angst. Also kontrolliert Korypheus sie nicht. Er täuscht sie mit diesem Ruf und sie fallen darauf herein. Ihr sagtet, sämtliche Wächter würden den Ruf hören. Schließt das euch mit ein? Bedauerlicherweise ja. Er lauert wie ein Wolf in den Schatten, die ein Lagerfeuer umgeben. Die Kreatur, die diese Musik erschafft, hat die Liebe des Erbauers nie kennengelernt. Aber manchmal kann ich sie beinahe verstehen. Wir müssen herausfinden, was Korypheus getan hat und dem ein Ende setzen. Das darf so nicht weitergehen. Ist der Ruf, den Sie hören, real? Oder ahmt Korypheus ihn irgendwie nach? Ich weiß es nicht. Selbst als leitender Wächter hatte ich über Korypheus nicht viel mehr als vages Geflüster gehört. Die Wächter glauben, dass dieser Ruf real ist und werden entsprechend handeln. Das ist alles, was wir mit Gewissheit sagen können. Wie schafft Korypheus es, dass all diese Wächter den Ruf hören? Das kann ich euch nicht beantworten. Wir wissen nur wenig über ihn, abgesehen davon, dass er gefährlich ist. Er ist ein Magister und gehört zur dunklen Brut. Und er spricht mit der Stimme der Verderbnis. Dies gestattet es ihm, den Verstand der Wächter zu beeinflussen, da auch wir mit der Verderbnis verbunden sind. So muss er diesen falschen Ruf hervorgebracht haben. Die Wächter glauben also, sie müssten sterben und haben deshalb aufgehört, klar zu denken? Das kann nicht gut ausgehen. Wir sind die Einzigen, die einen Erzdämon töten können. Ohne uns wird die nächste Verderbnis die ganze Welt verschlingen. Kommandantin Clarell sprach von einem Blutmagie-Ritual, mit dem wir zukünftige Verderbnisse verhindern könnten, bevor wir untergehen. Als ich diesen Plan als Wahnsinn bezeichnete, wendeten sich meine eigenen Kameraden gegen mich. Die grauen Wächter versammeln sich hier, in den Westgraten.
Es ist ein alter Ritualturm Tevinters. Trefft euch dort mit mir. Dann werden wir unsere Antworten erhalten. Lasst uns gehen. Okay. Jetzt ist aber immer noch nicht geklärt, warum der hier mit diesen komischen Schmugglern da zusammenarbeitet. Bezüglich des Rufs, so viele weigern sich, über ihn zu sprechen. Doch sie sollen, wie ihr... Doch wie sollen wir ihn erkennen und begreifen können, wenn wir alles für uns behalten? Der Ruf ist kein Grund, sich zu schämen. Das Lied, das am Rande meines Verstandes flüstert, ist kein Makel auf meiner Seele, sondern Kennzeichnung eines Lebens, das wir in Diensten eines höchsten Ziels verbrachten. Wenn alles, was existiert, vom Erbauer stammt, ist dann nicht auch dieses Teil seines Plans? Könnte der Ruf nicht ein Geschenk sein? Eine letzte eindringliche Melodie, die uns mit offenem Herzen ins Jenseits schickt? Könnte er nicht sein Lied sein? Beinahe wie eine Stimme kratzt die Musik an meinen Gedanken, gleichermaßen unheimlich wie schön. Ich habe mich vor ein paar Tagen dabei ertappt, wie ich sie laut gesummt habe. Wo sie mir einst fremd erschien, fühlt sie sich nun wie ein natürlicher Teil meines Geistes an. Sie rankt sich um meine Erinnerungen, die mir teuer sind, die Übungsstunden mit Sir Keller, die Ausritte im Mondlicht, das Gesicht meiner Mutter, als ich sie zum letzten Mal sah, und dringt in sie ein, so dass ich fast schwören könnte, diese Musik, dieses Gefühl einer Präsenz, die mich beobachtet und nach mir ruft, sei schon immer Teil dessen gewesen, woran ich mich erinnere. Ich denke, das ist es, wovor die leitenden Wächter gewarnt haben. Ich sollte es nicht schön finden. Ich muss mich an die Verderbtheit erinnern und erkennen, dass mein Verstand langsam die Fähigkeit verliert, zwischen dieser Welt und dem, was sie zu vernichten sucht, zu unterscheiden. Ich muss es. Ich kann es. Ich werde den Wächtern morgen erzählen. Ich habe ihre Blicke gesehen und denke, sie wissen es bereits. Ich werde dem Ruf Folge leisten und in die tiefen Wege gehen, um mit den Zwergen zu sterben. Kämpfend, wie es ein grauer Wächter tun sollte. Aber wenn ich schon sterben werde, kann ich dann nach allem, was ich gegeben habe, nicht zumindest die Schönheit des Liedes genießen? Die letzten Seiten aus Meine Brüder und Schwestern bei den Wächtern von Sir Myrnet Baran. Okay. Interesting. Erklärt aber auch immer noch nicht, warum hier diese merkwürdigen Schmugglerteile sind. Aber naja, wir werden erstmal ein bisschen Tiefenpilze sammeln, weil die hier rumhängen. So, dann sprechen wir nochmal weiter mit Stroud. Wir sollten so schnell es geht zum Ritualturm in den Westgarten aufbrechen, euer Gnaden. Clarell ist die Kommandantin der Wächter, richtig? Wie ist sie so? Sie war einmal eine gute Wächterin. Sie gehörte zu jenen, die von König Kaelin vor der Verderbnis um Hilfe gebeten wurden. Sie hat immer bereut, damals nicht geholfen zu haben. Als der Ruf kam, hörte Clarell nicht mehr auf den Rest von uns. Nur Magie kann dieses Problem lösen, hat sie gesagt. Denkt ihr, Korypheus benutzt den Ruf, um sie zu kontrollieren? Das ist schwer zu sagen. Auch ich habe das Flüstern des Rufs gehört. Aber nur als Geräusch, nicht als Worte. Und ganz sicher nicht als Befehle. So oder so, die Schuld liegt bei ihr. Sie ist die Kommandantin der Wächter. Sie sollte niemandem gehorchen, außer Weißlaut. Korypheus war in einem Gefängnis der Wächter, richtig? Ihr müsst doch irgendetwas über ihn wissen. Ich weiß nur wenig. Und das auch nur wegen meines relativ hohen Rangs. Die meisten Wächter haben nie von ihm gehört. Als ich andeutete, Korypheus könnte etwas mit dem Ruf zu tun haben, wandten sich die Magier der Wächter gegen mich. Ich habe einige dieser Wächter selbst ausgebildet. Wüsste ich mehr über Korypheus, würde ich es euch sagen, euer Gnaden. Wie ist es, ein Wächter zu sein? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Es ist lange her, dass ich etwas anderes war. Es wird zu eurem Lebensinhalt. Ihr spürt die dunkle Brut auf, vernichtet sie und sorgt dafür, dass niemand je erfährt, wie nah sie ist. Wir unterhalten uns später.
Ich habe gehört, was er gesagt hat. Hoffentlich finden wir in den Westgarten ein paar Antworten. Auch wenn ich fürchte, sie werden uns nicht gefallen. Ich habe schon zu viel Blutmagie gesehen, um dem, wohin sie einen führt, zu vertrauen. Jo, also Antworten auf dieses Versteck kriegen wir hier anscheinend nicht. Ich weiß auch gerade nicht, ob ich jetzt unbedingt schon in die Westgarte aufbrechen will. Weil wir haben ja gerade erst angefangen, hier dieses Gebiet so ein bisschen zu erschließen. Wir gehen mal hier unten zur Naturforscherin. Nö. Wenn die uns schon nicht erzählen wollen, warum sie hier mit diesen komischen Tevinter-Schmugglern da unterwegs sind, dann müssen wir denen jetzt auch nicht sofort helfen. Ja, und wie ich so Spiele dieser Art kenne, wird es auch keinen Unterschied machen, ob wir jetzt sofort dahin reisen oder später. So, da ist... Gignos. Obsidian findet man echt hier ohne Ende. So, die ganzen Teile, die wir hier beim Kartentisch eingestellt haben, sind auch fertig. Mal dieses komische Reittier angucken, was wir uns da jetzt geholt haben hier. Hüpf! Nee, das sieht auch nicht aus nach einem guten Reittier. Nee, Leute. Ist schon ein bisschen besser als vorher, aber... Das sieht alles so merkwürdig aus. Nee. So ein richtig fettes Teil, so ein Elefanten oder sowas. Ihr habt euch einen schlechten Zeitpunkt ausgesucht, um bei uns vorbeizuschauen. Mit den Toten und der Wyvern ist es hier alles andere als sicher. Was würde ich nicht dafür geben, dieses Tier in die Finger zu bekommen? Es gibt hier eine Wyvern, die euch Schwierigkeiten bereitet. Ja, früher hat sie immer nur in den Bergen gejagt. Die einzigen, die sie belästigt hat, waren die Banditen. In letzter Zeit kommt sie allerdings auch immer häufiger hier herunter. Sie hat Golds kleinen Jungen beinahe zum Krüppel gemacht. Am besten wäre es, wenn jemand sie tötet. Und dann hätte ich gerne ihre Leber. Man kann daraus das beste Rattengift herstellen, das ich kenne. Ich habe die Wyvern oben in der Höhle getötet. Wenn ihr wollt, könnt ihr ihren Kadaver haben. Und ob ich das will. Hier, für eure Mühlen. Ich hoffe, ihr habt Verwendung dafür. Schönen guten Tag. Wenn ihr Judith seid, gibt es im Dorf einen Mann, der sich Sorgen um euch macht. Das kann dann wohl nur gut sein. So besorgt wie eh und je. Ich bin froh, dass er in Kamwald geblieben ist. Am Webstuhl ist er so schnell wie kein anderer. Aber mit einem Schwert kann er einfach nicht umgehen. Baut ihr hier draußen etwas an? Ja, und ich repariere außerdem verschiedene Dinge für das Dorf und für Leute auf der Durchreise. Mein Name ist Judith. Ich habe gute Geschäfte mit reisenden Händlern gemacht, bevor diese Angriffe der Untoten begannen. Und die Banditen hier aufgetaucht sind. Von diesem Drachen ganz zu schweigen. Und ihr lebt freiwillig hier? Nun ja, ihr wisst schon. Man kann hier wirklich gut angeln. Was wisst ihr über den Drachen? Er ist vor einem Monat hier aufgetaucht. Als die Wachen versuchten, ihn zu vertreiben, hat er einer von ihnen den Kopf abgerissen und ist weggeflogen. Der arme Hamlet. Aber zumindest ging es schnell. Seitdem hat der Drache 3 Pferde, 5 Ziegen und 2 Katzen gefressen. Jawohl, Katzen gefressen. Gebt auf euch Acht. Richtig so, diese Drecksviecher. Falls ihr das nicht wisst, ich bin extrem allergisch gegen Katzenhaar. Und Katzen machen, dass ich mich schlecht fühle und deswegen sind es Drecksviecher. Ja.
Können wir ein bisschen den Kräutergarten plündern von der Frau hier? Zip, 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 zip. Und hier waren noch andere Sachen. Noch mehr Embryonen. Hier oben auf dem Dach noch was. Hochklettern. Ich hab doch da hinten so einen Wolf gesehen, ne? Jetzt will der sich etwa mit uns anlegen. Das sieht so aus. Möge er sterben deswegen. So. Ja, 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 ja. Und was haben wir hier? Wir haben hier ein Astarium. Das haben wir lange nicht mehr gemacht. Ach du Kacke. Eieieiei. Das ist echt doch mal was. Fangen wir an. Wir fangen am besten hier oben an. Das ist, glaube ich, die einzige. Und jetzt. Hm. Hier die Ecke. Das schon mal fertig. Dann können wir hier die Beine oder was auch immer das sein soll machen. Gehen dann hier rüber. Dann hier die Ärmchen fertig und haben das Ding. Sternbild Silentier. Das Sternbild Silentier, im Volksmund auch Stille genannt, wird allgemein Dumat, dem alten Gott der Stille und Oberhaupt des alt-tewinterischen Pantheons, zugeordnet. Über die Darstellung des Sternbildes hingegen wird viel diskutiert, während es von einigen als fliegender Drache dargestellt wird, zeigen es andere, so auch die verbreitetsten, modernsten Darstellungen, als einen Mann, der ein Horn und einen Stab bei sich trägt. Ach so, das sollte das sein. Einige Scholaren sind der Überzeugung, diese Dinge würden eine Waage symbolisieren, was darauf hindeutet, dass sich das Sternbild ursprünglich auf die elfische Göttin Mithral bezog. Mangels eindeutiger Indizien bleibt dies jedoch eine Spekulation. Ja, okay. So. Hier oben haben wir eine Sehenswürdigkeit. Nehmen wir, holen wir uns die jetzt noch. Und was haben wir hier? Erobere die Feste, um den Damm zu erreichen. Wir holen uns noch die Sehenswürdigkeit. Und dann... Aber mit dem komischen Drakulisten oder wie er heißt. Jupp. Schon wieder Gegner unterwegs. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Drakulistenvieh oder so ist nicht schneller. Annähernd so schnell wie das Pferd. Naja. So. Was gibt es denn hier für eine tolle Sehenswürdigkeit? Die Grube im Teich. Der Drei-Forellen-Teich verbirgt eine Senkgrube, die mehrere hundert Meter tief ist. Während der Verderbnis ist daraus und aus anderen Höhlen dunkle Brut aufgetaucht. Die Springflut, die Alt-Kammwald ausgelöscht hat, ertränkte die Verderbten und das überschüssige Wasser formte den Teich, wie er heute ist. Wäre der Damm nicht gebrochen, hätten wir die dunkle Blut niemals überlebt. War dabei die Hand des Erbauers im Spiel? Ich kann nicht glauben, dass er absichtlich so grausam zu seinen Kindern sein könnte. Wie fehlerbehaftet wir auch sein würden. Aus dem Rahmen von Schwesterung. Aus Kammwald. Ja.
Blutlotus und Zeugs brauchen wir da, glaube ich, jetzt gerade nicht so. Was haben wir hier hinten noch? Da ist irgendwas. Ja, komm, nehmen wir hier dieses komische Zeugs halt mit, wenn es gerade da wächst. Und dann setzen wir uns wieder auf unseren Dragolisten, der irgendwie gerade sich in Luft auflöst. Na, ganz toll. Ja. Könnten jetzt hier diese Feste erobern. Wollen wir das machen, Leute? Eine Feste erobern? Ja, ne? Komm. Kriegen wir hin. Nee, das hier wollten wir gar nicht. Okay. Und dann müssen wir hier rum. Hüpf. Ein bisschen Elfenwurzel mitnehmen, weil Elfenwurzel kann man ja nie genug haben in diesem Spiel. Pfeifen wir nochmal nach unserem komischen Drachenvieh. Das ist ein guter Name für unser komisches Drachenvieh. Aber ich kann ja verstehen, dass es sich in Luft auflöst, nur bei dem dicken Hintern, der auf dem Hintern drauf sitzt. Ich würde den Kunari auch nicht tragen wollen, wenn ich Pferd wäre. So. Hier außen rum. Ja! Höhle. Interesting, kommt man da durch? Ja, kommt da rein. Feste muss beansprucht werden. Okay. Also kommt man da rein, dann, wenn man die Feste irgendwie hat. Ja. Okay, dann setzen wir uns nochmal auf, weil dann müssen wir wahrscheinlich von der anderen Seite rein. Das wäre jetzt mal cool gewesen, wenn man irgendwie so das, durch das Hintertürchen quasi einbrechen kann. Und dann so infiltrationsmäßig dann die Feste einnehmen können. Aber das ist wohl an dieser Stelle nicht vorgesehen. So. Hallo. So, hier gibt's. Machen Sie auf. Hier ist die GEZ. Komische Hunde sind komisch. So, und da oben Fernschützen. Ich kann auch Fernkämpfen. So. Super Sarah, da steht schon wieder. Badamam. So, jetzt auch gleich hin. Jawohl. So. Klettern wir hier hoch. Komm schon den nächsten Gegner. Aber da kümmern sich meine Bros drum. Er hat keine Chance. Was sind denn das hier für Affen, ey? Sieht er, wie seine Kumpels abgeschlachtet werden und spurtet dann alleine hier runter und will uns platt machen. Nicht gerade der Schlauste, würde ich mal behaupten. So, da hinten gibt es irgendwas zu beanspruchen. Aber ich glaube, dafür muss man hier rum. Hallöchen. Alle wieder. Ich habe schon mal einen Drachen getötet. Zu
müssten die doch eigentlich wissen und bereit ausnehmen. Wir kriegen Verstärkung. Was? Wer kriegt die Bestärkung? Oh. Hallo? Ja, komm, leg dich mit dem Bullen an, der Bullen macht dich platt. Ey! So haben wir ja nun nicht gewettet. So, Soulless hat auch noch niedrige Gesundheit. Was macht ihr denn mit dem armen Soulless? Und du auch, dich in den Schatten zu verstecken. So. Ende Puppen, Ende im Gelände. Aus die Maus, Schicht im Schacht. Also, Bulle, wie sind eure Frauen so? Die Temesrans? Furchteinflößend. Das ist meine gute Beschreibung. Sie lehren uns alles, was wir wissen müssen. Sie geben unserem Leben einen Sinn. Nein, ich meine, sind sie wie ihr? Groß und boah. Oh ja, das sind sie, verdammt. Wow. Mhm. The Monsieur takes this sword, this magic sword. So. Komm noch mehr. Komm, ich mach mal hier, den da. Ich war schon mal dabei, wie es geht. Ich schon mal dabei. Ich glaube, das ist so ein... Einer, der denkt, der wäre cool. Ist er aber nicht. Das waren alle. Die Feste wirkt solide. Sie könnte der Inquisition nützlich sein. Dann ist jetzt wohl Zahltag, was? Holen wir uns ein paar Händler in unser neues Haus. Inquisitionsfahne. Dö. Das war mal eine super. Oh, so gefällt mir das schon besser. Eure Leute sind schnell. Wir sollten den See trockenlegen. Der Bürgermeister meinte, man käme durch die Feste. Fünf Macht? Mein Name ist Charter. Ich bin Lilianas Augen und Ohren, insbesondere an diesem Ort. Sobald Butcher zu uns stößt, werde ich Informationen für euch haben. Ist einer meiner Männer und sollte eigentlich längst hier sein. Hat euch Schwester Nachtigall erzählt, warum sie hier Spione wollte? Wir liegen an der Hauptstraße zwischen Denerim und Val Royeaux. Wir machen ständig Kuriere halt. Und dafür, was man ihnen bezahlt, haben sie überraschend lose Zungen. Wann hätte dieser Spion, dieser Butcher hier eintreffen sollen? Vor einer halben Stunde am Südtor.
hoffe, er verspätet sich nur. In seiner letzten Nachricht hat er geschworen, er habe Geheimnisse für uns, die das Zehnfache seines Gewichts in Gold wert seien. Wie ist die Lage in Kampfwald? Die Straßen sind nahezu ausgestorben. Es gibt so viele Untote, die sich aus dem See erheben. Ich sollte jetzt gehen. Lebt wohl. Na dann. Können wir mal geologische Studien fertig machen. Tränke aufwerten. Können wir das schon? Dafür brauchen wir way too many Elfenwurzeln. Ja, okay. Eine Blitzruhe, interessant. Ein Mosaikteil. Geht's hier etwa da runter, wo ich eben nicht hingekommen bin? Sieht doch ein bisschen danach aus, ne? Oh, Spinni! Spinnenplage im Keller! So. Rezeptur heilender Nebel. Das klingt nicht schlecht, heilender Nebel. Das klingt, als hätten wir noch eine weitere Möglichkeit, unsere Truppen zu heilen. Das wäre mal eine Sache, die cool wäre. Schauen wir uns aber auch nachher an. Wenn wir uns. Ich glaube, das müsste man aber hier auf der Festung ja eigentlich auch können. Das haben wir ja oben gesehen, dass da so Möglichkeiten gibt. So. Jede Menge Tiefenpilze. Und wenn mich nicht alles täuscht, müssten wir dann jetzt da auskommen, wo wir eben versucht haben, halt reinzulaufen. Ne, guck mal hier. Was auch immer das bringen soll. Kann man jetzt eigentlich schnell reisen wieder zurück? Da ist noch ein Ausrufezeichen. Schauen wir mal, ob wir das hinkriegen hier. Gucken wir mal, was das ist. Da hinten. Hallo? Miller wurde in Val-Shabar erwischt. Nein. Sie hat sie glauben lassen, sie käme vom Hof in Val-Royo. Deshalb wird sie auch gut gehandelt. Zumindest im Moment noch. Das ist unsere Schuld. Wir haben sie allein losgeschickt. Verstehe ich das richtig, dass eine unserer Spioninnen in Gefahr ist? Ja, Inquisitor. Miller wurde in Val-Shabar gefangen genommen. Sie war hinter wertvollen Informationen her. Denkt ihr, man könnte vielleicht Maßnahmen ergreifen, um sie da rauszuholen? Einsatz der Spionin. Okay. Jetzt was zu lesen. Knallhart in der Oberstadt, Kapitel 3. Zum zweiten Mal in einer inzwischen äußerst langen Nacht klopften Donnen Benkovic und sein Partner Javelin an die Tür eines Adligen. Es waren noch immer Stunden bis Sonnenaufgang. Doch der Himmel begann bereits zu dämmern. Der Strahl an Donners Handschuhen klirrte gegen die Tür. Einmal, zweimal, es kam keine Antwort. Seufzend blickte er nach oben zu den dunklen Fenstern des Anwesens. Er war langsam zu alt für diese Scheiße. Vielleicht ist er ja ausgegangen, wandte Javelin ein. Der Rekrut war nervös. Er war erst eine Woche bei der Wache und fand sich in der Oberstadt noch kaum zurecht. Er war zu grün für einen Mordfall. Er versteckte sich. Seht hin. Donnens Hand zeigt nach oben. Er
hat alle Fensterläden geschlossen. Dabei hatten wir seit Monaten keinen Sturm mehr. Er klopfte erneut gegen die Tür, diesmal lauter. Wir sollten den Hauptmann holen. Javelin wand sich unbehaglich unter seinen schweren Schulterplatten. Donnen hatte vergessen, wie schlecht eine neue Wachrüstung sitzt. Komm rein, schnell! Ein Mann winkte sie herein und eilte ihnen durch das Haus voraus. Sämtliche Zimmer waren dunkel. Kein Mondlicht drang durch die geschlossenen Fensterläden. Keine Kerze flackerte. Das Einzige, was ihren Weg erleuchtete, war die abgedeckte Laterne in der Hand ihres Gastgebers. Er machte erst Halt, als sie sich einem fensterlosen Zimmer befanden, dessen Tür er hinter ihnen schloss und verriegelte. »Kommt, de Farre«, vermutete Donnen. Der Mann nickte. Im gedämpften Licht der Laterne konnten Donnen sehen, dass er in ein protziges Brocklamswams geleitet war, über das er allerdings ein Kettenhemd gezogen hatte. Zudem trug er einen Helm, der offenbar zu einer zeremoniellen Rüstung gehörte und ihm leicht schräg auf dem Kopf saß. »Ich weiß, warum ihr hier seid«, flüsterte der Comte. »Wegen Dunwald.« Donnens Stimme war ausdruckslos. »Habt ihr ihn getötet, euer Lordschaft?« »Es geht um viel mehr als einen Mord«, zischte der Comte, während seine Augen immer wieder zur Tür wanderten. »Dunwald hat die Aufmerksamkeit gewaltiger Mächte erregt. Wenn sich Drachen bekriegen, Gardist, könnten Sterbliche nur Deckung suchen. Lasst die Sache auf sich beruhen. Macht sie nicht auf euch aufmerksam.« Naja. Ist da immer noch ein Ausrufezeichen? Wahrscheinlich nicht. Sehenswürdigkeit. Finde die Tür zum Damm. Okay, die Sehenswürdigkeit holen wir uns noch und die Tür zum Damm auch. Hier ist schon wieder ein Ausrufezeichen. Das ist immer noch dasselbe, was wir eben suchten, ne? Das muss da oben irgendwo sein. Wie kommt man denn da hoch? Öffnen. Inquisitor. Ja, Inquisitor. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Da ganz hinten. Okay. Hier? Irgendjemand muss sich mit den letzten Wegelagerern in Kamwald befassen. Wer hat schon Zeit für sowas? Wenn wir die Banditen erledigen, kommen mehr Reisende. Und mehr Reisende bedeuten mehr Nachrichten für die Nachtigallen. Guter Punkt, aber ich habe auch noch eine Chiffre zu entschlüsseln. Sonst finden wir nie heraus, wer letzte Woche Comfort getötet hat. Sind die Wegelagerer noch immer im Kamwald? Ja, euer Gnaden. Jetzt, wo sie ihre Feste verloren haben, überfallen die Banditen Reisende. Und Kamwald ist nicht in der Lage, ihnen Einhalt zu gebieten. Das Dorf versucht noch immer, sich von den Untoten zu erholen. Ja. Woher wissen die eigentlich jetzt so schnell, dass hier Banditen und so waren? Und warum sind diese Kerzen an, obwohl es da drauf regnet? Man weiß es nicht. So. Dann geht's hier oben hin. Oh, das war zu Sarah. Hallo. Oh, Zeug. Ser Bronach, König Branel, erbaute Ser Bronach im Jahr 826 des gesegneten Zeitalters als Zwischengarnison für Soldaten aus Verelden, die gegen Eindringlinge aus Orlais kämpften. Das Dorf Kamwald hat seinen Namen von dem ersten Hauptmann des Forts, Ser Bronach Kamwald. Der Ser Bronach länger gegen die eine Vorhut der orlesianischen Armee hielt, als es irgendjemand für möglich gehalten hätte.
Als die Niederlage des Forts unvermeidlich schien, öffnete Sakamwal die Tore, schwenkte eine Fahne der Waffenruhe und forderte jeden Chevalier der kaiserlichen Armee zu einem Duell heraus. Ein orlisanischer Offizier ging amüsiert darauf ein und wurde binnen kürzester Zeit von Sakamwal besiegt. 8 weitere folgten, denn die Ehre und die umstehenden Soldaten zwangen die Kämpfer dazu, sich an die Regeln zu halten. Den 10. Kämpfer schließlich gelang ein tödlicher Hieb, aber nur weil Sakamwal aufgrund des Blutverlustes durch erlittene Verletzung langsamer wurde. Beeindruckt von Sakamwals Entschlossenheit und dem Stehvermögen verließen die verbliebenen Offiziere das kleine Dorf und die Olisaner zogen weiter Richtung Hauptstadt, wodurch hunderte Unschuldige gerettet wurden. Na dann. Belange einer Magistra. Liebste Schwestern, es ist ewig her, seit ich dir zuletzt geschrieben habe, aber ich muss dir einfach danken. Dein Rat war perfekt. Es bedurfte lediglich einer mit Gold erkaufter Gerüchte. Und schon dachte ganz Mithra, Quirinius und ich wären erbitterte Rivalen. So konnten wir uns unsere kleine Liebelei hingeben, ohne dass ich seine verdammte Familie eingemischt hätte. Auch wenn es nicht von Dauer war. Quirinius selbst hat sich nämlich leider als weit weniger perfekt erwiesen. Ich habe ihn dabei erwischt, wie er hinter meinem Rücken eine Buhle hatte. Oh Gott. Und dann auch noch ausgerechnet eine Supporati? Okay, ja. Kannst du dir das vorstellen? Natürlich konnte ich das nicht auf mir sitzen lassen und ich habe ihm während eines Streits kochendes Wasser ins Gesicht geschüttet. Soll doch die Supporati seine Narben küssen, damit sie verheilen. Er verkriecht sich jetzt auf seinem Anwesen und gibt vor, er sei bei einem Duell verletzt worden. Ich bin mir sicher, er sinnt auf Rache. Doch sei unbesorgt, liebe Schwester. Ich habe vorsichtige Maßnahmen getroffen. Erzähl niemanden davon, aber mein Meister hat mich einige Geheimnisse gelehrt, die mich schützen sollen. Der Preis für das Ritual war das Leben der Küchensklavin des Anwesens. Okay, ja. Sie hieß Lena, glaube ich. Dafür besitze ich nun genügend Macht, um zu verhindern, dass Quirinius irgendetwas Törichtes versucht. Und Küchensklaven kann man auf dem Markt im Dutzend kaufen. Also lässt sich dieser Verlust verschmerzen. Ich fühle mich großartig, liebe Schwester. Willst du mich nicht dieses Jahr zum Vincent besuchen? Ich sorge dafür, dass meine neue Sklavin bis dahin das Rezept für deinen Lieblings-Zitronenkuchen beherrscht. Es wird perfekt werden. Wie du willst. Was geht denn hier ab? Oh, scheiße. Wir bringen uns nach unserem letzten Auftrag nur gegenseitig auf den neuesten Stand. Schon in Ordnung. Achtet nur darauf, dass ihr mich nicht aus meiner eigenen Feste aussperrt. Natürlich, Inquisitor. Es wird nie wieder vorkommen. Das schwöre ich euch. Gut geschleimt, Reef. Halt die Klappe. Mhm. Na, das nenne ich mal ein Blatt. Wohl wahr. So, was haben wir hier sonst noch in der Feste rumhängen? Hier ist noch die Tür und hier ist noch eine Sehenswürdigkeit. Nein, ja. Sowas kann Sarah also. Die Sehenswürdigkeit. Wie kommen wir zu dieser scheiß Sehenswürdigkeit? Oh, da gibt's was zum Plündern. Plünder. Jo. Läuft. Irgendwie ist das da unten. Ich wollte mir jetzt ja auch nochmal diese Tränke angucken. Gibt's hier irgendwo Tränke aufwerten. Tränke ausrüsten. Ist das auch? Rüstung herstellen, Gruppe. Rasten, Waffen modifizieren. Jetzt nur Tränke aufwerten. Elixier der Steinrüstung. Heilender Nebel. Erschafft im Zielbereich einen kleinen heilenden Nebel, der bei allen Verbündeten, die sich darin aufhalten, augenblicklich die Gesundheit wiederherstellt. Das ist doch top.
Muss ich nur noch irgendwie ausrüsten jetzt hier, ne? Nope. Nope. Hier geht's runter. Da waren wir aber schon. So. Hier kommen wir noch durch. Da ist dieses... Kannst du da nicht hochklettern, komischer Kunari? Ist das ein Bug? Jetzt darf man hochklettern. Hier, jetzt kannst du hochklettern. Plündern! Amulett der Klugheit. Zack. Anspruch. Die Galgen bei der Festung sind ein Überbleibsel aus dem Krieg zwischen Orlais und Ferelden. Lasst uns dankbar sein, dass sie seit Jahren nicht genutzt wurden. Abgesehen von Kindern, die daran schaukeln, bis der Wildhüter sie vertreibt. So, damit wir jetzt hier nicht mit den tausend Meter um die Festung rumlaufen müssen. Das Ganze jetzt so. Nein, nein. Lord Chantils. Säckchen zum Plündern. Aber wir sind schon wieder bei einer Stunde Spielzeit. Ich suche jetzt noch die Tür und Leute, dann haben wir's. Weiter. Hier. Der Bürgermeister hat gesagt, die Dammsteuerung ist hinter diesem Tor. Wenn der das sagt, wird's so sein. Gut, haben wir gefunden. Und ich würde sagen, wir machen hier einen Cut. Und danke, dass ihr zugeguckt habt. Bis zum nächsten Mal. Euer Quali. Tschüss.